Willkommen zum nächsten Let's Show Gauntlet, die Slayer Edition. Ja, Gauntlet, ein Spieleklassiker, neu aufgelegt, für mich, ja, ziemlich neu. Das Ganze gab es auch irgendwann mal vor ein paar Monaten kostenlos für PlayStation Plus Mitglieder. Und das Ganze geht eigentlich mehr auf die Koop-Schiene. Ich glaube, das kann man mit bis zu 4 Spieler spielen. Gibt auch für den PC. Und ja, man hört es immer wieder. Er freut sich doch relativ großer Beliebtheit hier und da. Und ich will mich da jetzt mal ein bisschen reinfriemeln in diesem Let's Show. Und mal gucken, vielleicht gefällt es mir. Und vielleicht können wir da mal irgendwann eine Koop-Session draus machen. Ja, übrigens, die Dark Souls-Pause trägt sehr, sehr große Früchte, muss ich an der Stelle schon mal sagen. Und wir werden wohl am Montag schon wieder mit Dark Souls weitermachen. Ich habe schön gelevelt und selbst wenn es nicht klappt, dann könnte ich ja noch NPC oder meinetwegen auch Koop-Hilfe mir holen. Ich werde das einfach nicht so eng sehen. Guck mal einfach mal. Auf jeden Fall haben wir gut was geschafft und das reicht eigentlich diese eine Woche. Also, Gauntlet, gucken wir uns mal an. Einfach Spiel starten. So. Und wir starten einfach mal in die Kampagne, würde ich sagen. Die Geschichte von Gauntlet. Der Präsentation zuliebe, weil wir nur einen einzigen Let's Show Part hier machen und damit wir zügig vorankommen, werde ich es auf leicht machen. Das hat zur Folge, dass wir auch weniger Gold bekommen. Das ist absolut in Ordnung. Strafe muss sein. So. Ja, also normalerweise hat dann jeder seinen Krieger, also jeder seinen Helden. In dem Fall könnte ich mir jetzt 4 Helden natürlich machen. Mal gucken, was es gibt. Es gibt einen Krieger, eine Valkyrie, einen Zauberer, einen Elf, eine Nekromantin und das war's. Okay. Krieger. Ja. Kampagne privat, der Eingang leicht, ja. Ist zwar auf Multiplayer ausgerichtet, aber so für einen kleinen, ne, zum Einstieg, wie das Ganze überhaupt funktioniert, ist es vielleicht jetzt eine kurze Kampagne vielleicht ganz gut. Ausrüstung wechseln, ich wüsste nicht warum eigentlich, weil so eine Axt für den Anfang ist doch für einen Krieger optimal. Waffenfertigkeit, wirbelnde Verwüstung, beim Arena-Publikum sehr beliebt, halb Mensch, halb Wirbelwind, ganz Thor. Okay, Thors Axt, ja. Ja, dann lassen wir das natürlich so. Da können wir wahrscheinlich irgendwann noch Zeug finden, freischalten etc., dass wir zum Start vielleicht auch andere Dinge hätten. Ich darf die anderen gar nicht machen hier. Ich dachte, ich müsste jetzt 4 machen. Aber nein. Was ist, wenn ich in Hausoptionen gehe? Dann könnte ich Freunde einladen, das Spiel öffentlich machen. Ich glaube aber nicht, dass ich jetzt jemanden so spontan finde, der mit mir spielt. Rauswerfen. Okay. Also ihr merkt schon, das ist sehr, sehr auf Multiplayer ausgelegt hier. Mal gucken, ob man da überhaupt eine Chance hat, wenn man alleine ist. Gucken wir mal. So. Kein Alkohol am Steuer. Wertvoller Tipp. Okay. Ja, wer sich an das alte Gauntlet noch erinnern kann, was ich damals auch doch gerne gespielt habe. Ich glaube, das gab es auch für Super Nintendo, wenn ich mich jetzt nicht irre. Schön alt und retro. Hat damals sehr viel Spaß gemacht. Aber es war bockschwer. Mal gucken, wie das hier so ist. Willkommen. Ich bin Morak, der einzige Zauberer, der mächtig genug ist, den Gauntlet heraufzubeschwören. Diese astrale Manifestation meiner Macht stellt eine Prüfung dar, die nur die Stärksten bestehen können. Finde die 3 verlorenen Bruchstücke von Tyrfing und bring sie mir. Dann werde ich dich mit Reichtümern und Macht überschütten, die deine kühnsten Träume übertreffen. Ich nehme deinen Auftrag an, durchsichtiger Geistmann. Ich werde die Bruchstücke finden und mir meinen Preis holen. Still! Ich war noch nicht fertig. Niemandem ist es je gelungen, alle Bruchstücke zu erobern. Ich erwarte nicht, dass du Erfolg hast, doch versuch es ruhig. Das ist unterhaltsam. Das Schwert von Tyrfing, was? Ein klangvoller Name. Die Legende von meiner Eroberung des Schwertes wird noch lange in aller Munde sein. Ja, das Spiel nimmt sich anscheinend selbst gern so ein bisschen auf die Schippe. Das finde ich auch ganz gut so. Es erinnert mich so ein bisschen an diese Lara Croft-Ableger, wo man ja auch zu zweit bzw. im neuesten Teil zu viert rumwuseln kann. Und dann ist das Chaos natürlich vorprogrammiert, aber auch der Spaß.
Allein ist das dann eher so. Aber trotzdem möchte ich mir mal ein Bild von dem Spiel machen. Die Gräber der Erweckten. Ja, auch hier könnte ich jetzt wieder. Ich kann es ja mal probieren. Vielleicht kommt ja so schreien spontan, wenn das Spiel öffentlich ist, jemand rein. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell geht. Freunde einladen um die Uhrzeit werde ich wahrscheinlich niemanden finden. Wenn das jetzt zum Privatspiel ist, ist es öffentlich. Ich weiß gar nicht, ob es da so eine Lobby gibt, wo jetzt Fremde joinen können. Oder ob das eher nur für Freunde gedacht ist. Ah ne, guck, da ist schon einer. Hätte ich ja jetzt nicht gedacht, dass das so schnell geht. Finde ich cool. Gut, der nimmt Zauberer. Okay, cool. Sind wir hier gleich zu zweit. Finde ich super. Ich hoffe, er hat nichts dagegen hier, dass wir in der Aufnahme sind. Sollen wir noch auf den dritten warten? Nee, komm, oder? Das reicht eigentlich. Komm, mach mal bereit hier. Gucken wir mal, was der drauf hat. Der hat hier schon ein drittes Item. Wahrscheinlich ist der schon etwas geübter. Und ich bin ja voll der Noob. Na, der wird sich freuen. Aber so ist es halt manchmal, ne? Okay, cool. Bin ich mehr alleine. Ist vielleicht besser so. Ich hoffe, er hat ein bisschen Nachsehen mit mir. Dich gegen die Macht der Toten behauptest. Ich spüre hier mächtige Magie. Schwarze Magie. Ah ja. Von den Toten. Interessant. Okay, wir rauben hier erstmal die Schätze aus. Ja, der Magiertrank, den Mana-Trank, den gebe ich dir. Okay, du kannst eine coole Kugel machen. Wow, was kannst du alles? Was kann ich alles? Ah ja, das ist mein Hammerschlag. Mehr habe ich ja nicht. Noch nicht. Und der hat hier schon voll das ganze Arsenal hier. Okay. Du wirst auch bestimmt total enttäuscht sein, dass wir Fleisch spielen. Oh, Brathähnchen. Na gut, wir brauchen es nicht. Bestimmt Heilung. Oh, da unten sind ein paar. Also ein bisschen auch was von Diablo, ne? Frühes Diablo. Da unten ist ein Schlüssel. Ich frage mich gerade, ob diese Dungeons, wo wir gerade sind, ob die so ein bisschen random generiert werden. So wie eben bei Diablo zum Beispiel. Oder ob das immer fix ist. Weil wenn es immer fix wäre, dann wäre das irgendwann ein bisschen ausgelullert. Bei Diablo dieses Random fand ich immer sehr interessant, muss ich sagen. Und hier voll die Menge, einfach hier rein, hier und die Zombies, Ghule, was auch immer, metzeln. So muss das, und warum schießt der dieses Ding an? Ich glaube, der will mich leveln lassen. Der hat wahrscheinlich davon nicht so viel und deswegen lässt er mich mal kämpfen. Das ist aber nett von ihm. Ich kann es ja gebrauchen, ich weiß ja nicht, wie das hier so ist, ob das, die Erfahrungspunkte geteilt werden oder ob nur derjenige bekommt, der den Gegner tötet. Na, mampf mal was. Wow, das war. Zum Glück bin ich nur gelatscht. Okay, warte, ich gehe auch mal da drauf. Spring auf X. Ah ja, alles klar. Ja. Beschwörungsstab? Ja, ist genau das richtige für ihn, oder? Was ist das? Totem? Irgendwas? Auf jeden Fall ist es kaputt. Ein kaputtes Totem. Ja, ihr braucht mich jetzt leider nicht anzufragen, ob wir das, jetzt groß anfangen, in Koop zu spielen. Ich werde wahrscheinlich gar keine Zeit haben, das, weiter zu spielen. So, wo geht's jetzt weiter? Kann ich da rüber? Ach, da kann man einfach drüber laufen, okay. Kommst du mit, oder was ist los? Oder kann man das hier auch... Ach so. Okay. Ja gut, dann werden wir erstmal metzen natürlich. Ja, ich werde für ein neues Projekt gar keine Zeit haben. Aber ich wollte es halt mal. Ich wollte mir mal so ein bisschen ein Bild davon machen können. Okay, da brauche ich noch Schlüssel. Ach so, ja, ich sehe es gerade. Wir brauchen drei Schlüssel eventuell. Ja gut, wir können nochmal da weitermachen. Hey, guck mal, da ist ja noch einer jetzt dazugekommen. Einfach. Ach ja, was öffentlich ist. Ah, shit. Das war nicht so clever von mir. Okay, ich lasse das Essen. Immer in Bewegung bleiben, dann treffen die nicht. Ja, ich nehme halt noch das hier, ne? Ihr braucht's ja nicht, ihr Helden. Tomix und Zeit, Dingsbums spielen jetzt mit mir. Cool. Könnte natürlich auch sein, dass das Freunde von mir sind. Verzeiht an der Stelle nochmal doppelt gegrüßt, wenn ihr dann das Video seht. Weil ich nehme ja jeden im PSN an, der mir eine Anfrage schickt, weil ich einfach davon ausgehe, dass es YouTube-Zuschauer sind. Ach, hey.
Und da kann ich mir natürlich jeden Namen merken. Mia Culpa. Au. Eie, jetzt sind wir ein bisschen aufpassen. Da ist ein dicker, kleiner Dicker. Ich würde öfters mal meine Spezialattacke machen. Ah, ich glaube, der will explodieren. Ich sollte weg. Scheiße. Ja, vielleicht sollte ich mich mal heilen. Haben wir einen Heiler? Was ist mal hier? Ist hier... Ah, hier ist Essen. Ich muss die ganze Zeit das Zeug fressen, ey. Ich bin so armselig. Ah, schon besser. Ah, das ist da Sprengstoff drin, okay. Cool, aber damit konnte man die Mauern einreißen. Das ist ja stylisch. Haben wir wir haben zwei Schlüssel. Wir bräuchten noch einen. Ach so. Ne, brauchen wir nicht. Das sieht nur so aus, dass man drei braucht. Aber anscheinend braucht man nur einen. Weil die hatten keinen. Okay, cool. Ach, ständig lasse ich mich da mit explodieren. Oh, das Totem. Also ich weiß nicht, ob das böse Totem ist, aber ich gehe einfach mal davon aus. So, deswegen machen wir es kaputt. Okay. Weiter geht's. So für zwischendurch finde ich so ein Spiel eigentlich ganz cool, muss ich sagen. Aber ich könnte es nicht auf Dauer spielen. Das ist immer so... So häppchenweise ist sowas genau das Richtige. Ich war ja früher, manche wissen es vielleicht, ein unglaublicher Diablo-Suchti, vor allem der zweite Teil, war bei mir extremst. Das sind wieder so Sprungdinger. Ich könnte ja auch aus dem laufen, aber hey, warum nicht? Das war ein Beschwörungsding, ja. Und ja, ich habe Diablo 2 damals geliebt, vor allem eben wegen diesen Random Boots. Da mit kleiner Wahrscheinlichkeit eben voll die tollen Items finden konnte. Das hat mich so gefesselt, muss ich sagen. Ich stecke in der Klemme. Mach noch das hier. So. Okay. Aber wir sind eine gute Gruppe hier. Gut, die werden sich mir angepasst haben. Haben sich gedacht, ja gut, dann nehme ich keinen Krieger, nehme ich was anderes. Somit ergänzt man sich natürlich auch toll. Aber damit so ein Spiel Langzeitmotivation hat, muss man sich natürlich, muss man natürlich mal gucken, so was kann man für Skills freischalten. Was kann man sich vielleicht für, ja, Rüstung etc., was kriegt man da so? Mir fehlt hier noch so ein bisschen der klassische Loot, wahrscheinlich kann man den kaufen. Und nicht zwinden, das finde ich ein bisschen schade, aber okay. Wenn sie das gut gemacht haben, dann kann das durchaus die ganze Zeit des Spielchens sein. Muss aber zugeben, es hat nicht mehr viel vom alten Gauntlet. Level abgeschlossen. So, jetzt können wir mal gucken. Ja, dass die anderen besser sind wie ich, das ist mir schon klar. Krönender Bonus, weil es der gierigste Held war. Ja, was für ein... Wow. Zerstöre 10 Objekte. Dafür habe ich Bronze bekommen. Okay. Und jetzt darf ich mir nichts irgendwie skillen oder so. Das finde ich ein bisschen schade. Aber gut, vielleicht noch nicht. Und ihr seht, da gibt es eventuell bei diesem Weg auch optionale Wege. Wie ich sehe. Interessant. Ausrüstung wechseln. Nochmal kurz gucken. Was habe ich denn da? Ach doch, da kann man kaufen. Aber es kostet viel zu viel. 16.000, 30.000, 41.000. Geht alles nix. Mal Ausrüstung. Nicht Talisman, ne? Ah ja. Relikte. Gibt's auch einiges? Ja gut, ich mach dann mal, die wollen weitermachen. Ja. Dann mal los. Aber ich kann mir eh noch nichts kaufen, das dauert. Okay. Dieser Ort trägt mir den Magen um. Finden wir lieber was zum Töten. Finden wir lieber was zum Töten. Oh! Wow, was ist das denn? Feind entdeckt tot. Oh Gott. Cool. Das ist mal interessant. Das ist auch mal... nicht nur ums Kloppen geht, wir haben keine Zeit, der Tod kommt. Hey, wieso kann ich nicht angreifen? Ah, fantastisch, helfen. Ah, der Tod kommt gar nicht mehr. Okay, gut. Das war cool. Hätten sie ruhig das ganze Level durchziehen können. Vielleicht kommt er gleich. Ja, er kommt wieder. Ah, Hilfe. Wo soll man hin? Hey, wo müssen wir hin? Der Tod kommt. Leute, der Tod. Der Tod. Er holt mich. Ah, keine Zeit. Oh nein. Oh, ich lebe noch, aber meine Friends, die haben mich hier irgendwie... Okay. Okay, der Tod ist aber...
Er ist weg. Okay, alles gut. Glück gehabt. Ich brauche Essen. Was hat der Elf jetzt da gemacht? Oh nein! Fast tot. Ich brauche das Essen. Ich hab's dringender gebrochen. Weil der Tod verfolgt immer irgendjemanden. Ah, okay. Der fetzt einfach nur mal so durch den Bildschirm und geht dann wieder eine Zeit lang. Okay, ich dachte. Ah! Oh je, oh je, oh je. Könnt ihr mir mal helfen? Ja, macht ihr das mal? Oh nein, ich mach bitte nicht mich tot. Das ist cool. Das gefällt mir. Aber ich bin fast tot. Ich brauche immer den Toten tot zu werden. Ah! Okay, ich lebe noch. Irgendwie. Geht's weiter? Komm, komm, ich muss weiter. Ich brauche Essen. Ich will nicht sterben. Ja, es ist aber auch. Vielleicht werden die Gegner auch stärker, je mehr man ist. Könnte ja sein. Und ich bin halt dann noch der kleine Noob, ne? Der nichts hat. Und die rennen damit sonst was rum. Essen! Sorry, wenn ich mich so aufs Essen stütze, aber. Oh, schon viel besser. Mal den Dicken da. Kill. Okay. Kämpfen wir ums Überleben. So. Der ist auch da. Oh, schnell weiter. Er kommt schon wieder. Ah, ich häng fest. Shit. Ah, shit, das sind Stacheln. Da muss man doch timen und. Oh, weia. Also, dass das funktioniert hat, das wundert mich ja doch gerade sehr. Oh, ich brauche Essen. Standardruf in dem Spiel, glaube ich, langsam. Oh Gott. Da oben ist Essen. Ich muss mich zum Essen vorschlagen. Nein, ich bin tot, aber das fürs Leben gern sterben, Krieger, okay. Ah, der eine ist auch tot. Aber ich bin schon wieder da. Das ist wie bei Lara Croft, wenn man. Ah, ich bin wieder voller Heilung, geil. Das ist wie bei Lara Croft. Solange man nicht gleichzeitig stirbt, ist alles gut. Also, wenn ich jetzt noch alleine gewesen wäre. Dann wäre ich jetzt auch klassisch gestorben. Hätte das Level nochmal machen können, wahrscheinlich. Ich bin schon wieder halb tot. Nein, aber ich will das Essen. Wie gemein. Guck mal, ich laufe mal aus dem Rum. Ich will das Essen haben. Der Tod kann mich mal, wenn ich Hunger habe. Ich glaube, so muss ich den Part nennen. Ich will essen. Oh Mann. Okay. Keine Zeit zu verlieren. Ja, ja, wir müssen ja aufpassen hier. Oh, ah, ich häng fest. Ich guck wieder. Das ist so ein klassisches Problem. Ey, du brauchst das Essen doch gar nicht. Penner. Anti-Teammate. Nein, ich glaube nicht, dass er das essen wollte. Ah, das war tot. Oh Mann, warum bin ich immer gleich tot? Ich muss hier runter. Das wollte ich essen. Ja, ich wollte. Ja, genau. Meine Rede. Ich bin tot, Leute. Oh Mann, ich sterb hier nur. Ah, die halten das aus. Wo bin ich? Da bin ich. Ich bin nur noch so ein Licht. Ah, okay. Ich dachte schon, jetzt bin ich nur noch so, darf ich nur noch als Geist mitspielen? Kann ich dich wiederbeleben? Das ist echt wie. Ah, R2. Ah, warte mal. Ja, jetzt wiederbeleben ist vielleicht auch blöd. Nein. Wieso kann er jetzt nicht aufstehen wie wir? Bisher ging das doch. Warte mal, ich will gucken, wie wiederbeleben geht. Warte mal. Was? Was steht da? Kann ich nicht wiederbeleben. Okay, cool. Habt ihr gesehen, was ich gemacht habe? Wieso kann ich den nicht wiederbeleben? Ach, er muss sich wiederbeleben. Bei Lara Croft konnte man sich gegenseitig wiederbeleben, aber er drückt nicht die Taste, um sich wiederzubeleben. Vielleicht hat er keinen Bock mehr, ich weiß nicht. Okay. Warte mal, ich will nochmal das hier machen. Das ist ja mal geil hier. Habt ihr das gesehen? Ich will das nochmal machen. In der Menge ist es ja super. Aber jetzt geht's nicht mehr. Lustig. Man ist sofort drin, ne? Man braucht überhaupt nicht groß sich einzufinden in das Spiel. Das ist einfach mal. Ja, wie ich schon sagte. Was Lockeres für zwischendurch. Macht eigentlich Fun. Nichts Besonderes, zweifellos. Ah, der Typ ist. Ne, der Typ ist immer noch nicht da. Er ist anscheinend weg. Er mag nimmer. Aber ich habe ja noch einen an meiner Seite, der alles einsammelt. Sollte mir auch mal ein bisschen mehr einsammeln, sonst kann ich mir nie was kaufen. Tod, geh mal wieder weg. Boah, das war jetzt ein bisschen fies.
Ah, ja, Zauberer, du bist zurückgekehrt. Ah, da ist er doch. Mensch, warum hat das so lange gedauert? Ist er da? Vielleicht gibt es auch gewisse Wiederbelebungspunkte, die man erreichen muss. Ich weiß ja nicht, aber ich konnte immer gleich wieder ins Geschehen rein nach 5 Sekunden. Das regt wieder zu mich. Boah, ist das geil! Also dieser Wirbel, diese Wirbelattacke, die macht Spaß. Kämpfen wir uns da einfach mal durch. Ah, jetzt aber schnell. Oder vielleicht wurde der Zauberer vom Tod getötet und deswegen konnte er sich nicht sofort wiederbeleben. Vielleicht ist das ein bisschen anders, wie wenn man von den normalen Gegnern stirbt. Wer weiß, wer weiß. Oh Mann, oh, der ist so gierig, der holt sich alle Schätze wie verrückt. Mach nicht mal Gegner. Ich jetzt? Ich will essen. Wir haben es geschafft. Hey! Ey, schaut euch den gierigen Elf an. Das war gar nicht. Krönender Bonus, gierigster Held. Warum wird sowas noch belohnt? Das finde ich nicht in Ordnung. Ey, stirb einmal. Ich bin ja nur gestorben, weil ich diesen Erfolg haben wollte. Explosives Ende, stirb durch Flächenschaden. Das ist meine Spezialität. Ich hol mir hier nur die negativen Dinger. Und der Elf hat hier Mumienbezwinger und heroischer Hunger. Okay. Ja, wir könnten jetzt da unten regulär weitermachen. Mich interessiert jetzt aber dieser optionale Weg. Maximus Mummenschatz. Gucken wir uns das doch mal an. Keine Ahnung, was uns da erwartet. Ich habe jetzt 13.000. Kann ich mir jetzt mal... Nee, 16.000. Neue Waffen. Ich spamme auf eine neue Waffe. Bereit. Bevor die wieder hier rumhetzen. Du bist noch am Leben. Das wird jetzt wahrscheinlich eine extra Herausforderung sein, nehme ich mal an, die eventuell auch ein bisschen schwieriger ist. Könnte ich mir gut vorstellen. Falle. Vielleicht ist es auch einfach so ein extra Raum, den man schaffen muss. Was ich mir noch so wünschen würde, wären vielleicht ein paar Rätsel zu finden. Ja, bei Lara Croft, da gab es immer so fluffige Rätsel. Ein großer Stein, der mehr Monster herbeiruft. Ja, ich mach ihn schon kaputt. So. Boden ist kaputt, da hinten ist noch ein Totem. Ich spring mal schnell rüber. Ah, kommst du nicht nochmal. Oh, das war doch schön. Yeah, ich bin der Zerstörer. Kennt ihr Conan der Zerstörer? Ich fand ihn viel besser wie Conan der Barbar. Ich weiß, mit der Meinung bin ich ziemlich alleine. Aber egal. Die meisten mögen überhaupt keinen Conan, von daher. Damals als Kind habe ich das sehr gerne geguckt. Als Kind, ja, ich weiß, es war kein Kinderfilm, aber da hat mein Opa immer gesagt, ach, Conan kann man gucken und ja, dann habe ich Conan geguckt. Ich will essen. So. Okay. Jetzt schon wieder so ein Totem. Wieder mit dem Totem. Die Zerstörung des Steins hat oberste Priorität. Ach, immer diese blöde explosiven Dinger, wo ich nicht drauf reagiere. Sag mal, ist das, wie lange geht das jetzt hier? Naja, ich wollte ja die Herausforderung. Aber es gibt bestimmt eine extra Belohnung, eine tolle dafür. Oh, ist das schön, hier einfach mal durch die Menge wirbeln. Das macht Spaß. Ja. Wie ihr seht, es kann halt mal passieren, dass man spontan was zusammen spielt. So wie jetzt in dem Fall. Wenn ihr Bock habt, dann brauche ich unbedingt auch was. So. Ich nehme nur ihr. Ihr habt schon genug. Ihr habt schon einen Haufen. So. Addet mich im PlayStation Store, falls noch nicht geschehen. Es kann immer mal wieder zu spontanen Sessions kommen. Okay, diesmal habe ich schön Gold abgeräumt, glaube ich. Level abgeschlossen. Das war wirklich nur so ein extra Level. Wo man nochmal ein bisschen leveln, punkten konnte. Der Elf war wieder am gierigsten, typisch. So, jetzt habe ich 14.000, reicht ja immer noch nicht. Ich dachte, ich hätte jetzt ein bisschen mehr geholt. Oh Mann. Okay, jetzt gehen wir ins nächste Level, die Knochenkaserne. Ich denke, das wird auch schon das letzte sein, das wir heute zeigen. Denn wir haben, ja, Ersteindruck vom Spiel bekommen. Und es lebt vom Koop. Wenn ich jetzt alleine da rumrennen würde, da hätte ich wahrscheinlich schon nach 10 Minuten die Lust verloren. Und ich bin echt froh, dass ich da so spontan ein paar Leutchen gefunden habe. Ja, es ist von technischer Seite
etc. ist das nichts Besonderes, aber ich glaube, da war das Budget auch von vornherein relativ klein. Schade, der eine ist gegangen. Das war auch so ein, wie nennt man das? Ein Kickstarter-Projekt. Und, ja, hier in Mode zu sein. Ganz nett gemacht. Dafür. Mal gucken, was hier das Motto ist. Im ersten Level war Einführung, zweite Level war dieser Tod. Mal gucken, ob es jetzt hier auch wieder was Besonderes gibt. Weil wenn sie das konstant mit... Knochen, uralter Krieger. Ja. Eure Zeit ist vorbei. Macht Platz für den neuen Champion. Diese flachen Sprüche, ey. Zu gut. Wenn sie jetzt in jedem Level immer so ein bisschen was extra machen, damit es immer schön dynamisch und abwechslungsreich bleibt, dann haben die doch gut daran getan. Ah, schau mal an, der hat da... Geheimnis gefunden. Cool. Ich geh mal in die Richtung, sonst krieg ich nichts. Ich krieg so oder so was. Achso, schlagen, ja, genau. Okay. Das ist ein extra Gold. Oh, der sieht sehr stark aus. Skelettverteidiger. Okay, der ist nicht stark. Feind entdeckt. Ja, wahrscheinlich gibt es irgendwo eine Ansammlung, wo man das alles nochmal nachlesen kann, was man da so in kürzester Zeit besiegt. Ja, das finde ich schön, dass du da die Geheimnisse offenbarst. Man sieht es ja auch an der Risse in der Wand. Aha, ja, bis ich da bin, hat er eh alles eingeheimst. Ich brauche nicht mal das... Ist das alles? Das gibt es Nachschlag? Gibt es Nachschlag? Ja, ich will essen. Ja, wir müssen da oben links weiter, oder, Elf? Da unten waren wir... Achso, der nimmt schon wieder sowas Explosives mit. Wahrscheinlich weiß er genau, dass wir es brauchen werden. Okay. Finde ich ja gut, dass der sich auskennt. Ne, das kannst du gar nicht mitnehmen, wenn man springt. Das war wieder schön. Und der geht gleich wieder einheimsen hier, anstatt dass er mir bei den Gegnern hilft. Oh, unfassbar. Gierschlund. Naja, mir soll's recht sein. Ich bin dankbar, dass er da ist. Söldner kosten halt viel, ne? Meine Untergebenen hier. Essen! Essen, essen. Aber immer das Gleiche. Das ist langweilig. Das sind ein paar Spaghetti. Direkt Kommandant. Oh. Einen schönen fetten Thron. Ich schlag wie ein Depp drauf und mach das gescheit. So. Was ist das? Nichts, okay. Nahrung isst man. Man erschießt sie nicht. Ja. Das hat was. Es sei denn, die Nahrung lebt noch, dann könnte man sie erstmal erschießen. Okay. Ja, wie gesagt, Leute, am Montag gibt es dann wieder Dark Souls. Schlüssel, okay. Und, oh Gott. Das sieht immer so aus, als braucht man einen Haufen Schlüssel, aber nö. Muss ich erstmal dran gewöhnen. So sind da eigentlich Fallen, da kann man doch eh nicht runterfallen, wenn man springt. Nee, ich nicht. Überlaufen kann man auch nicht. Oh, oh, da ist ein Dicker. Ah, da war ein Dicker. Ich finde die Wirbelattacke so stark. Jetzt brauche ich aber wirklich Essen. Okay, du hast schon wieder den Schlüssel. Oh, da, oh, da oben ist Essen. Bitte lass mir das Essen, lass mir das Essen. Du Depp! Ey, der war fast voll. Ja, ich sterbe jetzt wegen dem. Naja, fast. Ja, wegen dem gierigen Elf da, der nimmt mir alles weg. Ich brauche was zu essen jetzt. Guckt auf die Lebensleiste. Wenn der jetzt wieder das Essen nimmt. Der kann ja meinetwegen das Gold nehmen, aber ich will essen. So. Ist nicht viel. Ist auch schön, dass man während der Wirbelattacke unzerstörbar ist. Das ist ungemein gut, dieser Skill. Geht halt nicht immer. Was war das denn? Das war euch Bier zu grün. Keine Ahnung. Ich brauche Essen. Nee, das ist nur ein Schatz. Den kann er haben. Ich muss ja schnell vorrennen, sonst schnappt er mir es weg. Da. Oh, jetzt geht's mir schon besser. Meine Güte, ich will gar nicht die Kalorien zählen. Oh, ist das ein Boss? Feindeck, Nekromant. Okay. Muss unbedingt was ist das denn? Beschwörungsdings? Ach so. Das war die Dinger wieder. Alles klar. Dann den Nekromant.
Okay, eins habe ich. Was macht ein Elf? Ich glaube, der hat den Nekromanten schon getötet. Oh, ein Lich! Ein Lich! Nicht so gefährlich. So, ich mache das zwar ganz gut, aber ich bin fast tot. Ich würde fast behaupten, dass ich mehr Gegner getötet habe. Dafür hat er den Lich fast alleine gemacht, okay. Aha. Wir sind jetzt ein paar lockere Fische noch so. Ich brauche immer noch Essen. Ja, war auf jeden Fall eine lustige Spontan-Session. Okay. Es! Ups! Es! Nein, du nicht! Oh, er lässt es mir mal liegen. Danke. Sehr freundlich. Jetzt geht es mir wieder richtig gut. Okay. Wo geht's denn weiter? Du hast da schon was in der Hand zum Aufbauen. Mach da unten. Okay. Ja, ich kann's nehmen. Jetzt sind wir alle wieder voll. Wunderbar. Haben wir gut gemacht. Ach, der wird den extra Feind da bomben. Das war natürlich clever. So, das mache ich noch ohne. Ah, okay, stopp! Haha! Oh, ist das wirkungsvoll, das macht voll Spaß. Ah, ich bin schon wieder essen drauf. So, gut gemacht. Wow, 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 wow. Das war aber arschknapp für mich. Ich brauche jetzt wirklich was zu essen. Ja, ich weiß, ich gehe schon mit voll auf den Keks. Nein, lass es mir liegen. Danke, danke, danke. Danke, ich bin doch so hungrig. Mir knurrt der Magen. Ja, immer und immer wieder. Knurrt er. Okay, dann weiter, oder? Essen! So. Ups, ja. Obwohl, doch, ja. Ich hatte noch ein bisschen gebaut. Jetzt bin ich wieder voll. Ich werde es brauchen. 10 Sekunden später bin ich wieder leer. Okay. So. Oh, das ist aber. Das ist irgendwie falsch rum. Ah ja, dann mach das. Und wenn der das kann, dann kann ich das nicht. Okay. Hallo! Yeah! Oh Scheiße, ich würde gerne nochmal die Wirbelattacke machen, das nehme ich eben sehr, sehr viel hier. Ich hau ab. Wow, Leute. Und wieder einer weniger. Oh, weiß. Kann ich nochmal eine Wirbelattacke machen? Yeah! Boah, voll durch die Menge, alles tot. Ist das krass. Ist das geil. Rupper! Ja, lass mir das Essen, alles ist gut. So. Du das Gold, ich das Essen. Jeder hat seine eigene Bezahlung hier. Der hat das, was ihm wichtiger ist. Guck mal, da hinten sind Haufen Gegner. Kann man schon sehen. Okay, ich muss mal eine Wirbelattacke machen, sonst bin ich das tot. Ach, die war diesmal nicht so effektiv. Ich glaube, das sollte ich weggehen, sonst. Genau. Der legt immer so Bomben, ne? Das ist cool. Scheint ja auch kein Friendly Fire zu geben. Auch so eine. Oh ne, oh ne, oh ne. Oh cool, ich hab's auch geschafft. Ich hab mal den Schlüssel. So, und den werden wir da oben einsetzen, ne? Hi! Ist das schön. Hey, wo bin ich denn? Ach, da. Okay, da brauchen wir noch einen Schlüssel. Hey. Ah, da ist ein neuer Freund. Hi! Ich hab gedacht, du bist ein Feind. Tut mir leid. Nukul Nalnlef. Willkommen. Ich glaube, Tomitz ist wirklich aus meiner Freundesliste. Klingt da so ein bisschen. Bin ich sicher. Ja, komm, geh mal weiter. Ich hab gerade eine kleine Fehlermeldung gehabt, aber. Ja, wir können alles laufen. Dachte dir etwa, mich hätte es endgültig erwischt? Falsch gedacht. Okay. Da willkommen zurück. Okay, das war ein bisschen lame von mir. Aber ich war gerade ein bisschen abgelenkt, weil ich habe da irgendwie eine Meldung gehabt. Aber egal, es läuft wahrscheinlich noch alles. So. Oh, ich bin jetzt wieder fast tot. Muss ich ja was zu essen. Shit, hier gibt's nichts zu essen. Was ist das für eine grausame Welt? Ach man, Totems. Tor ist gefallen. Tor ist gefallen, ja.
mir ein paar Sekunden. Thor ist im Grab entstiegen, um seine Feinde von Neuem zu erschlagen. Yeah, und das, hey, lass bloß mein Gold liegen, das war meins, ne? Gut, sie haben fliegen gelassen. Das ist nett. Ja, das ist schön, dass man gleich sich... Oh, aber jetzt ist einer doch wieder gegangen, wie ich sehe. Aber das macht nichts, wir wollen ja jetzt eh gleich aufhören. Aber das ist lustig. So, ist auch tot. Ah, so geil! Sorry, aber dieser Wirbelattacke. Ich finde sie so Hammer. Jetzt ist da gerade ein bisschen too much hier, oder? Oh Gott, ich habe mich gerade überhaupt nicht mehr gesehen. Ich kann nochmal die Wirbelattacke machen. Yes. What? Wer aufmischen, Wahnsinn. So, geht's jetzt weiter? Ja. Okay, die letzten Schätze und ich denke, das war es dann auch. Okay. Na, ich renn schon mal raus. Nächstes Level 3, 2. Ja, schön. Jetzt dürfte ich auch genug Kohle haben, um mir endlich mal was leisten zu können. Gerade mal so. Der Elf, ne? Unfassbar. Ich dachte, Elfen sind nicht so. Naja, wie ihr seht, das ja, ist ein schönes Spielchen. Aber an der Stelle werden wir jetzt einen Cut machen. Ich werde jetzt, weil ich es kann, noch die Ausrüstung mir endlich mal was kaufen. Nämlich den Kriegsruf. Ein mächtiger Achso, das ist doch, das ist eine Waffe. Ein mächtiger Schrei, der alle... Ne, eine Waffenfertigkeit. Ein mächtiger Schrei, der alle Feinde in der Nähe verwundet und sie dazu auffordert, Thor anzugreifen. Was? Was habe ich da noch? Oh Gott, das andere ist zu teuer. Hier könnte ich mir einiges holen. Erhöht die Bewegungs- und Angriffsgeschwindigkeit. Das ist gut. Das sind so passive Skills, ne? Das ist gut. Beschwört einen Wirbelwind. Verwandelt alle Nahrung und Tränke in Gold. Ne, ich brauche doch Essen. Gewahrt einen kurzen Geschwindigkeitsschub in... Entfesselt einen Eisstoß. Ne, ich finde eigentlich hier allgemein die schnellere Geschwindigkeit und so ganz cool. Kaufe ich mir mal. Hätte ich mir schon früher kaufen können. Na, egal. Ja, auch wenn Tomik schon bereit ist, wir hören an dieser Stelle nun auf. Es ist ein interessantes, nettes Spiel für zwischendurch, wie gesagt, im Koop. Macht das sicher Laune. Und ja, ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Gefallen daran gefunden. Wie gesagt, addet mich im PlayStation Network vielleicht. Kann man spontan da mal was einrichten. Und nächste Woche, Montag, geht's dann wieder weiter mit Dark Souls 3. Die Pause. Sie war klein und sie ist vorbei. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Bis es hier wieder heißt, Let's Show irgendwas. Gehabt euch wohl. Bis denn.